jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Wie wäre es, wenn wir im Garten zelten, um den Osterhasen zu sehen? Oh ja, ich bin dabei. Ich bin auch dabei, aber wie wird uns das Mama nur erlauben? Ich bin mit meinem Bein eingeschränkt. Das bekommen wir schon hin. Irgendwie bekommt man Mama immer überredet. Mama, dürfen wir drei im Garten zelten, um den Osterhasen zu sehen? Ich weiß nicht. Marlene kann ja im Moment nicht laufen. Das bekommen wir zusammen mit Marlene hin. Wir helfen ihr, wenn sie Hilfe braucht. Genau, das machen wir. Versprochen. Bitte, Mama, zu dritt bekommen wir das gut hin. Ich kann zwar im Moment nicht laufen, aber zelten schon. Na gut, wenn ihr zwei gut auf Marlene aufpasst und Marlene nicht heimlich im Garten rumläuft, könnt ihr das gerne machen. Juhu! Danke, Mama! Du bist die beste Mama auf der ganzen Welt! Danke, Mama! Ich verspreche dir hoch und heilig, dass ich nicht heimlich im Garten herumlaufen werde. Das ist schön, dass ich euch glücklich machen konnte. Wir holen schnell unsere Sachen oben. Du kannst so lange unten auf uns warten. Deine Sachen und Alfred bringen wir mit. Dankeschön, ich warte unten auf euch. Ich schlafe hier. Und ich hier. Und ich schlafe dann hier. Dann schlaft mal schön, ihr Süßen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Osterhasen erwischen. Ja, das werden wir, Mama. Gute Nacht. Dann schlaf mal schön. Marlene, wenn was ist, melde dich bei uns. Ja, genau, Marlene. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich bei uns. Wir können dir helfen. Dankeschön, das ist lieb von euch. Ich melde mich bei euch, wenn ich Hilfe brauche. Gute Nacht. Ich verstecke die Osternester jetzt schon. Morgen früh habe ich keine Chance vor lauter Kindern, die ihre Osternester haben wollen, es zu verstecken. Meine Hasenohren passen gut dazu. Los geht's! Ich höre draußen was. Aufwachen, ihr zwei! Könnt ihr mich bitte in meinen Rollstuhl setzen? Schaut mal, da vorne ist der Osterhase. Stimmt, da hast du recht, Luna. Warum ist der Osterhase so groß und kommt mir so bekannt vor?
Wer würde sich um 3 Uhr nachts in unserem Garten herumschleichen? Stimmt, wer? Mir würden 2 Leute einfallen, die wären Papa oder Oma Maike. Da hast du vollkommen recht. So verrückt wie die beiden sind, so die Mutter, so der Sohn. Der Osterhase kommt näher. Ab geht's nach Hause. Oma, was machst du hier? Ah, was macht ihr hier um diese Zeit im Garten? Zelten, um den Osterhasen zu sehen. Ach so, dann schlaft mal noch gut. Bis morgen. Du auch, Oma. Gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen, ihr drei. Habt ihr gut geschlafen und den Osterhasen gesehen? Guten Morgen, Mama. Ja, wir haben gut geschlafen. Den Osterhasen haben wir leider nicht gesehen. Das ist schön. Den Osterhasen seht ihr bestimmt nächstes Jahr. Kommt ihr zum Frühstück? Wir frühstücken heute im Garten. Alles klar. Wir kommen gleich. Wann dürfen wir beginnen, unsere Osternester zu suchen? Ja, ich möchte auch lossuchen. Mein Osternest wartet! Julia will auch! Luna, Marlene und ich würden auch gerne lossuchen. Wenn Oma Maike und Opa Heinrich gleich da sind, könnt ihr lossuchen. Hallo, wir sind da. Oma, kommst du Osternest suchen? Das ist eine super Idee. Lasst uns unsere Osternester suchen. Hurra! Da, Oma, Osternest! Ja, Julia, das ist für dich vom Osterhasen. Toll, danke, Osterhase. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Ich mich auch, besonders auf die Schokolade. Hallo zusammen, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch frohe Ostern und tolle Osternester. Bis zum nächsten Video. Tschüss! Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Lasst uns ein Abo da!